Seit über 40 Jahren steht der Name Deutschlandfunk für präzise Informationen aus Politik, Kultur und Wirtschaft. Tagsüber informieren Nachrichten, Presseschauen und Reportagen über Aktuelles aus Deutschland und der Welt. 8 Uhr, die Nachrichten. Aus der zweiten Etage des Kölner Funkhauses wird rund um die Uhr gesendet. 37 Nachrichtensendungen sind es am Tag, immer zur vollen Stunde. Von 5 bis 18 Uhr sogar halbstündlich. 240 Minuten täglich aus Deutschland und der Welt. 7 Uhr und 14 Minuten, Sie hören die Informationen am Morgen im Deutschlandfunk. Mit den Interviews der aktuellen Sendungen des Zeitfunks bestimmt die Redaktion die Nachrichtenagenda des Tages mit. 7 Tage die Woche, werktäglich etwa 7 Stunden. Deutschlandfunk, die Presseschau. Die Presseschau ist ein weiteres Markenzeichen des Deutschlandfunks. 6-mal täglich gibt es den Blick in die Kommentarspalten der deutschen und internationalen Presse. Herzlich willkommen zur Sendung. Am Mikrofon ist Gerd Schröder und unsere Themen bis halb sechs. Unternehmer, Geldanleger, Investoren und Verbraucher. In 490 Sendeminuten pro Woche berichten Redakteurinnen und Redakteure der Wirtschaftsredaktion über die neuesten Entwicklungen an der Börse, stellen Firmen vor und bringen Licht ins Dunkel von Skandalen, Fusionen und neuen Gesetzen. Am Mikrofon begrüßt Sie Uli Blumenthal. Wir haben heute folgende Themen für Sie vorbereitet. Forschung aktuell. Die tägliche Wissenschaftssendung im Deutschlandfunk erklärt und hinterfragt komplexe Sachverhalte aus Naturwissenschaft und Technik und macht Hintergründe und gesellschaftliche Implikationen transparent. Hallo und herzlich willkommen bei Campus und Karriere. Am Mikrofon ist Sandra Pfister. Herzlich willkommen. Bei Campus und Karriere dreht sich alles um Hochschule, Studium und Beruf. Studientipps, Hochschulrankings, Bildungspolitik im In- und Ausland. Campus und Karriere informiert über Jobchancen, Berufsalltag und Fortbildungsmöglichkeiten. Mit 80% Wortanteil setzt der Deutschlandfunk einen klaren Schwerpunkt auf Information. Politiker, Wissenschaftler, Publizisten und die Hörer kommen im Programm zu Wort.